Erwin Wurm ist ein Zeichner. Auch wenn man ihn vielleicht im ersten Moment mit seinen Skulpturen in Verbindung bringt. Er zeichnet seit vielen Jahrzehnten. Zeichnung ist ein wesentliches Element seines künstlerischen Ausdrucks. Wir sehen viele Porträts, wobei auffällt, dass der Kopf eine dominante Rolle einnimmt. Das hat damit zu tun, dass er ja im Grunde der Realität seine Realität gegenüberstellt. Also es ist auch immer wiederum ein Abfragen dessen, was wir als allgemeinen Realitätscode leben. Und dieser Blick aus einem etwas Absurden von oben, das ist auch für ihn ein ganz wesentliches Spiel, um eben dieses Hinterfragen sichtbar zu machen. An sich ist der Mensch bei ihm ganz zentral, auch das Motiv, um das unser Leben und unsere Welt kreist. Das Papier in einem nicht allzu großen Format, das bildet die Basis dieser vielen hunderten Zeichnungen und das Material ändert sich. Es gibt also Buntstift, Bleistift, Feder, Tinte, Aquarell und die alle mit ihren unterschiedlichen Qualitäten wechseln einander ab und bringen diese Vielfalt und diese Lebendigkeit des Ausdrucks seines künstlerischen Wollens zum Tragen. Diese Vielfalt resultiert auch daraus, dass Erwin Wurm ganz bewusst in keine Übungsgewohnheit hineinkommen möchte. Und deswegen beendet er dann oft abrupt einzelne Themen, die er sich gestellt hat, und wechselt zum Teil zu völlig entgegengesetzten formalen oder thematischen Aufgaben, die er sich stellt. So gibt es Blöcke, in denen die eckige Linie dominiert, ein andermal die Runde, ein andermal sind es Porträts oder auch einzelne Gegenstände. So bleibt er in dieser Konzentration, die er sucht und braucht, um zeichnen zu können. Wir zeigen hier annähernd 300 Zeichnungen, die in Blöcken gehängt, nach Themen oder formalen Kriterien geordnet sind. Das dient dazu, sich näher und genauer auf die einzelnen Zeichnungen einlassen zu können und mit dieser Ordnung auch einen roten Faden durch seine unterschiedlichen und sehr vielfältigen Möglichkeiten zu finden und sich damit zu beschäftigen.